Ladies and Gentlemen, seitdem ich meinen Kaffee-Produkt-Werbespot veröffentlicht habe, werde ich auf YouTube und Instagram immer wieder eine Sache gefragt. Und zwar, ob ich von dieser Postproduktion mal so einen Breakdown machen könnte, damit du sehen kannst, wie ich das alles gemacht habe. Und weißt du was? Nur für dich mache ich das jetzt. Daher lasst uns keine weitere Zeit verlieren. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Mastery. Okay, dann schauen wir uns doch direkt mal das Projekt an. Das erste, was ich natürlich gemacht hatte, ist, dass ich erst einmal die Project-Settings hier alle eingestellt habe, also 4K mit 25 Bildern die Sekunde. Als nächstes habe ich dann direkt die ganzen Materialien reingeladen, wie die Tasse, wo der Tropfen hereinfällt oder der Sack mit Boden, der umkippt. Achso, falls ihr sehen wollt, wie ich die Aufnahme erstellt habe, dann schaut euch gerne dieses Video hier oben dazu an. Und dann geht das theoretisch auch schon direkt zum Schnitt. Für mich ist der Schnitt dazu da, das ganze Timing hinzubekommen, also die Bilder mit der Musik abzustimmen. Aber ehrlicherweise bin ich diesmal ein bisschen anders rangegangen. Und zwar hatte ich eine Aufnahme gemacht von der Rohbohne und von der gerösteten Bohne, wie die einzelne Bohne sich einmal so im Kreis dreht, was ihr hier sehen könnt. Da ich aber wollte, dass die jeweiligen Bohnen sich mehr als nur einmal um sich selber drehen, wollte ich einen perfekten Loop erstellen. Das heißt, ich habe die Schnitte genau so gesetzt, dass Anfang und Ende perfekt zusammenpassen, damit ich einen nahtlosen Übergang hinbekomme, wenn ich die Einstellungen hintereinander packe. Das habe ich sowohl mit der Rohbohne als auch mit der gerösteten Bohne gemacht. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich diesen Schnipsel genommen habe und den einmal einzeln ausgekiet und geschnitten habe. Und das hat den Vorteil gebracht, dass ich eigentlich nur für einen kurzen Moment das perfekt ausschneiden muss und das aneinander reihen kann und mir dabei sehr viel Arbeit erspare. Das Ganze habe ich dann mit Rechtsklick in einen neuen Fusion-Clip gepackt. Und zwar habe ich als erstes mir das Media hier reingeladen und mit Shift-Leertaste, dann bekomme ich hier mein Selection-Tool, den Delta-Keyer geholt. Der Delta-Keyer ist quasi ein Chroma-Keyer, das heißt, dass ich damit Farben herausschneiden kann. Bei dem Delta-Keyer habe ich einfach mit der Pipette hier rechts einen Blauwert ausgewählt, der relativ nah an der Bohne ist. Ich habe den unteren Teil des Thresholds noch ein bisschen heraufgezogen, damit ich ein bisschen größeren Umfang an Farbe herausfiltern kann. Und zusätzlich mit Erode and Delayed, beziehungsweise mit dem Blur, noch die Maske ein bisschen angepasst und verfeinert. Damit habe ich quasi den Bluescreen dahinter herausgefiltert und den größten Teil der Bohne ausgeschnitten. Das Einzige, was jetzt noch gefehlt hat, war der Teil der Bohne, der hier unten an der Klebeknete befestigt war. Und dazu hat jede Keyer-Node einen Garbage-Mat-Input. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich eine Maske erstellen muss und alles, was in dieser Maske ist, wird ausgeschnitten. Oder genau andersrum, wenn man es invertiert. Als erstes habe ich daher eine ganz grobe Ellipse einfach um das Produkt herumgezogen, damit ich den größten Teil hier schon mal loswerde. Die Ellipse kann ich dann ganz einfach in den Input der Garbage-Mat packen und damit ist schon mal der größte Teil weg. Das Problem ist, dass ich aber an der Bohne selbst hier unten noch mal ein bisschen genauer das ausschneiden musste. Dazu habe ich mir einfach eine Polygon-Node hier geholt und habe die Maske über ein paar Frames hinweg einfach angepasst. Ihr seht, ihr müsst gar nicht das ganze Frame für Frame machen. Bin hier ungefähr in 15 Frame-Intervallen eigentlich entlang gegangen und habe die Maske jeweils immer angepasst und das hat für mich perfekt gereicht am Ende. Und dann haben wir hier unsere ausgeschnittene Bohne. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht hatte, ist, dass ich die Position der Bohne angepasst habe. Wenn ich hier nämlich mal auf den Right View gehe und mit Command G mir die Guides anzeigen lasse, dann sehe ich, dass diese Bohne sich relativ viel bewegt bei der Rotation. Daher habe ich nach dem Delta Keyer mir noch eine Transform Node geholt und mit vier einfachen Keyframes die Center Position animiert, damit im Endeffekt die Bohne immer in der Mitte ist. Und damit habe ich dann auch tatsächlich schon die Bohne fertig. Exakt das gleiche habe ich dann auch mit der gerösteten Bohne gemacht. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich dann einfach diese Bohnen aneinander gepackt. Wie gesagt, ich habe extra darauf geachtet, dass man die nahtlos aneinander reinkam. Sowohl mit der normalen Bohne als auch mit der gerösteten Bohne. Ich wusste aber, dass ich irgendwann einen Übergang zwischen diesen beiden Bohnen herstellen möchte. Dazu habe ich als erstes die beiden Loop-Schnipsel übereinander gelegt und habe geschaut, wo der beste Übergang ist. Das heißt, wo man am wenigsten sieht, dass die eine Bohne zur anderen Bohne wechselt. Und für mich war das am unauffälligsten, wo die Bohne mir quasi den Rücken zukehrt. Was ich jetzt aber noch machen wollte, ist, dass ich einen sehr, sehr sauberen Übergang zwischen diesen beiden Bohnen hinbekomme. Und ich habe mich dazu entschieden, das mit einem Smooth Cut zu lösen. So ein Smooth Cut oder so ein Morph Cut, wie man den eher kennt, hilft dabei, zwei Einstellungen zu verbinden, indem die eine Einstellung sich zur anderen verwandelt so ein bisschen. Falls ihr den Smooth Cut sucht, den findet ihr in der Effects Library. Unter Video Transitions habt ihr hier den Smooth Cut. Und wenn man den Übergang lang genug wählt, dann bekommt man einen relativ smoothen Übergang zwischen diesen beiden Einstellungen. Hier haben wir die eine Bohne und hier die andere. Und diese ganze Kette an Loops von Rohbohne mit Übergang dann zur gerösteten Bohne habe ich dann in einen Compound Clip gepackt, also alle markiert, Rechtsklick und New Compound Clip gemacht. Und dann war es eigentlich auch schon an der Zeit, ein Timing für diesen ganzen Clip zu finden. Daher habe ich mich als nächstes dran gemacht, ein Musikstück zu finden. Und das dauert bei mir immer Ewigkeiten, bis ich ein Musikstück gefunden habe, was mir gefällt und wo ich glaube, dass das Video dazu echt gut passen könnte. Die Musik habe ich dann hier reingeladen und wie ihr sehen könnt, habe ich hier überall solche Marker gesetzt. Denn mir war es sehr, sehr wichtig, dass diese Animation einen gewissen
Flow bekommt und mit der Musik arbeitet und nicht gegen die Musik. Das heißt, ich habe probiert, dass manche Sachen exakt auf einen Takt passieren. Unter anderem, wie der Sack mit den Bohnen umfällt oder wie die Bohne in diesem Mahlwerk geknackt wird oder auch wie der Tropfen ganz am Ende in der Tasse landet. Da ich wusste, was alles in diesem Clip passieren sollte, hatte ich mir das zunächst einmal aufgeschrieben und hatte mir überall Marker gemacht, passend zu den Musiktakten, wo ich etwas passieren lassen wollte. Und zum Beispiel wollte ich, dass bei diesem Takt genau der Sack mit den Bohnen umfällt. Dazu bin ich auf den Takt gegangen und habe M gedrückt, um einen Marker zu setzen. Und dann habe ich die ganzen Marker noch markiert und benannt. Das kannst du ganz einfach machen, indem du mit Doppelklick auf den Marker gehst und hier den Namen änderst und eventuell auch die Farbe anpasst, je nachdem, was du machen möchtest. Und so bin ich dann durch das komplette Lied gegangen und habe mir immer wieder Takte gesucht, wo ich einen bestimmten Moment in der Animation haben wollte, habe aber darauf geachtet, dass die Marker genug Platz dazwischen haben, damit die Animation selber auch Zeit hat, sich über die Zeit hinweg zu entwickeln. Hier haben wir zum Beispiel das Mahlwerk, wo die Bohne genau dazwischen geknackt wird. Und hier haben wir zum Beispiel den Tropfen, der in der Tasse landet. Und jetzt ging es eigentlich nur noch darum, dass ich die ganzen Einstellungen, die ich gedreht hatte, ganz grob schon mal auf dieses Timing einspiele. Und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich nie beim ersten Mal perfekt hinbekomme, sondern was sich im Laufe der Animation immer wieder neu entwickelt. Also eigentlich immer, nachdem ich irgendwas animiert hatte, gehe ich wieder zurück und passe das Timing wieder ein bisschen neu an. Und ich habe darauf geachtet, dass jedes Video auf einer eigenen Spur ist, damit ich später in Fusion auch jeden einzelnen Clip auswählen und bearbeiten kann. Als erstes habe ich hier den Sack mit den Bohnen ausgewählt und schon mal grob hier eingefügt. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mit Rechtsklick Realtime Controls und Rechtsklick Realtime Curve die Geschwindigkeit des Clips angepasst habe. Dazu bin ich dann hier auf Realtime Frame gegangen und habe statt Realtime Frame Realtime Speed ausgewählt, damit ich bessere Übergänge zwischen den verschiedenen Geschwindigkeiten hinbekomme. So, und jetzt helfen mir die Marker dabei, dass ich das mit dem Timing alles sauber hinbekomme. Denn hier habe ich zum Beispiel meinen Marker, wo ich genau möchte, dass der Sack mit dem Boden aufkommt. Dann bin ich eigentlich nur noch durch den Clip gegangen und habe mir herausgesucht, wo dieser Aufschlag am stärksten ist und habe mir das hier dann auch nochmal markiert. Habe dann ein Keyframe hier hinzugefügt und habe dann dafür gesorgt, dass es vorher ein bisschen schneller abgespielt wird und dann in dem Moment, wo es aufschlägt, langsamer abgespielt wird, also in der normalen Geschwindigkeit. Dazu habe ich den Teil am Anfang beschleunigt auf ungefähr 400%, sodass es am Anfang schnell abgespielt wird und dann in dem Moment langsamer wird, wo es aufschlägt. Aber das ist aktuell noch sehr abrupt, deswegen habe ich hier noch so einen Übergang hinzugefügt, indem ich auf diesen Keyframe geklickt habe und hier daraus eine weiche Kurve gemacht habe. Das heißt, es fällt als erstes schnell und in dem Moment, wo es aufschlägt, wird es langsamer zur Zeit. Dann habe ich mir eigentlich rausgesucht, welche Bohne ich eigentlich verfolgen möchte. Ich wollte diese eine Bohne nehmen, die so ganz knapp eigentlich nur über den Rand hinausfällt und habe darauf geachtet, dass der Clip selber ein bisschen länger ist als der Moment, wo die Bohne selber runterfällt, dass ich immer ein bisschen Fleisch vorne und hinten bei der Animation habe. Und so bin ich mehr oder weniger durch alle einzelnen Clips gegangen. Als nächstes habe ich dann die einzelnen Bohnen genommen und wie ihr hier sehen könnt, habe ich ziemlich häufig die Geschwindigkeit eigentlich geändert. Den Anfang habe ich dann tatsächlich eigentlich an dem Rohmaterial angepasst, wo die Bohne herunterfällt und habe probiert, eine ungefähre Geschwindigkeit hinzubekommen, wie ich sie da hatte. Wollte dann aber, dass das Ganze wesentlich langsamer wird, dass es wirklich eine hochwertige Aufnahme wird, wo die Bohne sich nur ganz langsam rotiert. Dann wollte ich aber, dass der Übergang zwischen der Rohbohne und der gerösteten Bohne wieder ein bisschen schneller wird, damit ein bisschen mehr Dynamik in dem Clip entsteht. Danach ist es aber wieder langsamer geworden und erst in dem Moment, wo es dann gemahlen wird, werde ich wieder schneller am Ende. Und so bin ich tatsächlich Einstellung für Einstellung durchgegangen und habe probiert, die einzelnen Geschwindigkeiten und Momente so anzupassen, dass es später gut zusammenpasst. Aber wie gesagt, die habe ich zwischendurch immer wieder angepasst, weil ich an der Animation etwas gemacht hatte und dann gemerkt hatte, dass es doch nicht ganz passt und habe das wieder optimiert. Wie gesagt, das ist ein Arbeitsschritt, der nie wirklich vollendet ist, den ich immer wieder angepasst habe. Als nächstes hatte ich hier dann auch das Feuer hinzugefügt. Und in dem Moment, wo die Bohne sich wandelt und schneller abgespielt wird, wollte ich auch das Feuer hier wieder schneller abgespielt haben, dass es alles in einem Fluss ist. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich mehrere Feueraufnahmen verwende, damit ich nämlich sowohl vor als auch hinter der Bohne Feuer benutzen konnte und das nicht exakt gleich aussieht, sondern unterschiedlich. Was ich dann auch noch gemacht hatte, ist, dass ich diese Aufnahme dazu genutzt hatte, um den unteren Teil des Feuers darstellen zu können, den ich hieraus übernommen hatte. Dann wollte ich in dem Moment, wo die Bohne geröstet ist, auch noch so einen Raucheffekt hinzufügen, wozu ich dann diese Aufnahme benutzt hatte. Und zusätzlich wollte ich trotzdem noch, dass die Bohne so ein bisschen nachraucht, während sie runterfällt. Und dazu konnte ich perfekt hier den Anfang des Streichholz verwenden und hier das Ende des Streichholz, wo es gerade ausgegangen ist und so eine Schliere nach sich zieht. Als nächstes kommt dann das Mahlwerk. Und hier habe ich zweimal die gleiche Footage benutzt und einmal habe ich sie rückwärts abgespielt, damit beide Rollen sich unterschiedlich drehen und die Bohne so hereingezogen wird. Als nächstes habe ich dann drei Elemente benutzt, um das Kaffeepulver darzustellen, wenn es unten aus dem Mahlwerk herauskommt. Und dieses Pulver soll ja in einem Filter
dahinter landen, was ich hier dann noch eingefügt habe. Selbstverständlich habe ich hier auch wieder darauf geachtet, dass passend zum Takt sich der Tropfen löst. Und zu guter Letzt habe ich hier natürlich noch einen Tropfen, der in der Tasse landet. Und damit hatte ich vom Timing her zumindest ganz grob alle Elemente zusammen, um animieren zu können. Was ich dann gemacht hatte, ist, dass ich alle Clips ausgewählt habe und mit Rechtsklick einen neuen Fusion-Clip draus gemacht habe. Okay, und hier ist tatsächlich mein Fusion-Tree. Und ich muss zugeben, dass es auch tatsächlich relativ kompliziert aussieht. Aber eigentlich ist es nur ein etwas längerer Baum, der aus mehreren Einzelteilen zusammengestellt ist. Ich führe euch einfach mal ein bisschen durch und zeige euch, wie simpel das doch eigentlich alles ist, was ich da gemacht habe. Als allererstes habe ich mich um den Kaffeesack gekümmert. Hier gab es ein paar Sachen, die ich machen wollte. Zum einen wollte ich natürlich hier oben ein Hilfsmittel ausschneiden, mit dem ich den Sack umgekippt habe. Zum anderen wollte ich hier unten an der Kante einmal lang schneiden, damit ich einen besseren Übergang zu dem herstellen kann, was da drunter folgt. Das Ganze habe ich mit einem Haufen Polygon- und Rectangle-Nodes gelöst, die jeweils für unterschiedliche Sachen da sind. Mit der ersten Polygon-Node habe ich die untere Kante ausgeschnitten und mit der zweiten Polygon-Node habe ich dafür gesorgt, dass ich einen sauberen Übergang hinbekomme, dass es nicht so abrupt unten abgeschnitten ist, sondern langsam ins Dunkel fadet. So habe ich eigentlich ziemlich easy den unteren Teil ausgeschnitten, hatte dann aber das Problem, dass diese einzelnen Bohnen, die runtergefallen sind, auch abgeschnitten wurde. Und jede einzelne Bohne, die da heruntergefallen ist, habe ich mit einer neuen Polygon-Node hinzugefügt. Als nächstes wollte ich dann diese Stange hier oben loswerden und das habe ich gemacht, indem ich quasi das obere Drittel komplett ausgelöscht habe. So bin ich auf diesen Lens-Flare hier oben losgeworden und hatte einfach wesentlich mehr Kontrolle darüber, wie der Hintergrund aussehen soll. Dann hatte ich aber das Problem, dass der Sack, als er aufrecht stand, auch abgeschnitten wurde und hatte dann zum Schluss mit einer weiteren Maske dann den Sack wieder hinzugefügt. Da jetzt aber der Übergang zwischen dem Filmmaterial und dem sehr schwarzen Hintergrund sehr merkwürdig und offensichtlich aussieht, habe ich dem Ganzen noch einen Hintergrund hier hinzugefügt. Bei den Farben habe ich mich dann hier am Originalmaterial orientiert. Das heißt, ich habe hier mit der Pipette einfach einen hellen Bereich im Bild ausgewählt und hier mit der Pipette einen dunklen Bereich im Bild ausgewählt, damit ich hier einen Übergang von hell Mitte zu dunkel außen hinbekomme. Weil der Fokus später auf dieser einen Bohne hier vorne sein soll, hatte ich mich dann noch dazu entschieden, dass ich mit der Kamera langsam ranzoome. Dazu habe ich mir eine Transform-Node geholt und einfach mit zwei Keyframes dafür gesorgt, dass ich einerseits ranzoome, andererseits die Position auch ändere, damit die Bohne am Ende wirklich in der Mitte des Bildes ist. Und das ist basically auch schon der Anfang des Films, also wo der Sack umfällt. Als nächstes habe ich mich dann um die fallende Bohne gekümmert. Das erste, was ich machen muss, ist, dass dieser Übergang dieser beiden Einstellungen, also der einzelnen Bohne selbst und dem Kaffeebohnensack, der umgefallen ist, möglichst unauffällig wird. Dazu habe ich mir als erstes eine Transform-Node geholt und habe dafür gesorgt, dass die Bohnen in beiden Materialien so genau wie möglich übereinander liegen. Das habe ich Frame für Frame gemacht und habe dabei die beiden Bohnen übereinander blenden lassen. Das heißt, dass die eine Bohne langsam in die andere einfadet. Da ich aber fand, dass man diesen Übergang noch zu gut erkennen konnte, hatte ich dann noch mit einem Directional Blur gearbeitet und habe dafür gesorgt, dass die Bewegungsunschärfe beider Bohnen ungefähr die gleiche ist. Was mir aber noch aufgefallen ist, ist, dass die Farbwerte beider Bohnen auch noch nicht ganz übereingestimmt haben. Daher habe ich mir noch so eine Color Curve geholt, die eingefügt und dafür gesorgt, dass die einzelne Bohne ungefähr dem Kontrast und der Sättigung entspricht, wie der Bohne von der vorherigen Aufnahme. Nachdem ich dann also den Übergang so sauber wie möglich hinbekommen habe, wollte ich eigentlich nur noch, dass die Bohne wieder zurück in die Mitte des Bildes geht und dass sie sich nochmal um sich selber rotiert, dass wir eine etwas komplexere Bewegung hinbekommen, die einfach natürlicher aussieht. Dazu habe ich dann einfach die Position animiert und den Winkel über die Zeit hinweg. Und damit haben wir dann den Sack am Anfang und die fallende Bohne schon mal. Als nächstes hatte ich mich dann an das Feuer gesetzt und das ist eigentlich relativ easy gewesen. Die beiden Feuerelemente habe ich einfach reingeladen und anschließend durch einen Lumakier gehauen, damit nämlich die hellen Sachen da bleiben, aber die dunklen Sachen verschwinden. So konnte ich ziemlich easy das Feuer eigentlich ausschneiden. Das Einzige, was ich dann noch gemacht hatte, ist, dass ich hier die Spiegelung unten entfernt habe, indem ich mit einem Rectangle bei dem Lumakier eine Garbage Mask erzeugt habe und das untere einfach ausgeschnitten habe. Das Ganze musste ich dann eigentlich nur noch animieren und damit war das Feuer schon fertig. Das habe ich sowohl mit dem Feuer im Vordergrund als auch mit dem Feuer im Hintergrund und mit der Unterkante des Feuers gemacht. Und um ehrlich zu sein, habe ich exakt das gleiche auch mit dem Rauch gemacht. Also sowohl, wenn sich die Bohne entzündet, als auch wenn diese Schliere nachgezogen wird. Das Problem, was ich dann eigentlich nur noch hatte, war, dass der Moment, wo sich die Bohne entzündet hat, zwar mit dieser Footage, wo das Streichholz sich entzündet, dargestellt wurde, aber das zu wenig Impact für mich hatte. Deshalb hatte ich genau in diesem Moment noch so einen leichten Glow hinzugefügt, der dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen mehr Energie und so ein bisschen Pop gibt. Und damit war das Feuer dann auch schon durch. Also ziemlich easy eigentlich. Als nächstes hatte ich mich dann um das Malwerk gekümmert. Und bei diesem Bohraufsatz wollte ich als erstes den Hintergrund auskeyen. Hier bin ich aber schnell auf ein Problem gestoßen, denn sobald ich einfach nur den Delta-Keyer darauf angewendet habe, hatte ich das Problem, dass hier so ganz komische Artefakte entstanden sind, weil er nämlich probiert, den
Spill zu kompensieren. Da der Bauaufsatz selber nämlich aus Metall ist und damit eine sehr spiegelnde Oberfläche hat, hat er schnell diesen Grünton des Hintergrundes in der Spiegelung aufgenommen. Das sorgt halt dafür, dass es beim Keyen sehr viele Probleme macht, besonders dann, wenn der Keyer nämlich probiert, diesen Spill herauszufiltern. Daher hatte ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar habe ich diesen Delta Keyer benutzt, um diesen Grünwert zu ermitteln. Ich habe es dann gar nicht zum Keyen benutzt, sondern habe das benutzt, um eine Maske zu erstellen, indem ich hier statt Final Result mir die Matte ausgeben lasse. Was ich jetzt eigentlich nur noch habe, sind Hell- und Dunkelwerte, die ich in eine Maske interpretieren möchte. Also was ich jetzt eigentlich nur noch brauche, ist ein Luma Keyer, der mir die hellen Sachen anzeigt und die dunklen Sachen herausschneidet. Das Ganze mit dieser Maske, dass nur dieser Teil auch ausgeschnitten werden soll, hat dafür gesorgt, dass ich daraus eine Effektmaske machen kann für den Media In. So habe ich einen sehr sauberen Key von diesem Bohraufsatz bekommen, ohne dass diese Farbinformationen komplett zerstört werden. So, die nächste Herausforderung war, dass der Bohraufsatz ein bisschen gewackelt hat, als ich den Bohrer aktiviert habe. Das Ganze habe ich mit einem Tracker gelöst, indem ich nämlich bei dem Bohrkopf hier mir zwei Punkte herausgesucht hatte, die getrackt hatte und das Ganze daraufhin stabilisiert habe. Und damit ist die größte Arbeit für das Malwerk auch schon erledigt. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mit einem Rectangle-Tool dafür gesorgt habe, dass vorne und hinten an dieser Malrolle ein sehr sauberer Verlauf in die Schwärze entsteht. Dann habe ich noch ein bisschen die Farben und die Schärfe angepasst. Also ich habe einfach mit einer Color Correction dafür gesorgt, dass es nach außen hin dunkler wird. Mit einem Weichzeichen dafür gesorgt, dass die Rolle so aussieht, als wäre sie ganz leicht außerhalb des Fokusbereichs. Und dann eigentlich nur noch die Position und die Größe animiert, dass es genau dann hochfährt, während die Bohne durchfällt. Bei der vorderen Malwerkwalze habe ich dafür gesorgt, dass der Bereich, der näher zur Kamera gerichtet ist, auch etwas unschärfer ist als der Bereich, der etwas weiter von der Kamera entfernt ist. Das heißt, dass der Bereich hier vorne etwas unschärfer ist als der hier oben. Um das Malwerk dann abzuschließen, brauchte ich nur noch das Pulver, was unten herausfällt. Das Ganze habe ich ja vor einem Greenscreen aufgenommen und konnte daher ganz einfach den Delta Keyer nehmen, um das auszuschneiden. Hatte zusätzlich noch mit dem Rectangle dafür gesorgt, dass keine harten Kanten am Bildende entstehen. Wenn ihr ganz genau darauf achtet, dann erkennt ihr auch, dass ich nicht nur dafür gesorgt habe, dass unten bei der Walze Pulver rauskommt, sondern dass einzelne Stücke auch oben bei der Walze herausfliegen. Das heißt, wenn nämlich diese Bohne gequetscht wird, dass auch einzelne Teile nach oben herausspringen. Und damit ist die Walze tatsächlich auch abgeschlossen. Also, wie ihr seht, auch relativ simpel. Und damit haben wir dann die schwierigsten Sachen alle bereits abgehakt. Das heißt, der Rest ist jetzt noch deutlich einfacher als das, was wir bisher schon hatten. Und ich fand persönlich, dass das bisher sogar schon relativ simpel war. So, das Pulver ist dann ja hier in den Filter gefallen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich das wieder mit einer Polygon Node ausgeschnitten habe, beziehungsweise mit zwei Polygon Nodes. Die erste Polygon Node ist tatsächlich für den Filter und die zweite Polygon Node für den Tropfen, der runterfällt. Die Maske für den Tropfen habe ich dann auch soweit animiert. Und neben einer leichten Farbkorrektur, die dafür sorgt, dass der Filter etwas dunkler ist, wenn es unten im Bild ist und heller wird, wenn er nach oben fährt, habe ich eigentlich nur noch mit Transform Nodes dafür gesorgt, dass der Filter leicht rein rotiert und von unten nach oben in das Bild kommt. Und damit ist dann auch der Filter abgehakt. Als letztes haben wir eigentlich nur noch die Tasse selber. Okay, ich glaube, langsam kennt ihr den Dreh. Als erstes habe ich die Tasse ausgeschnitten und dazu einige Polygone und Ellipsen benutzt. Und ja, der Tropfen, der herunterfällt, den habe ich auch einzeln mit einer Polygonmaske ausgeschnitten. Anschließend muss ich die Tasse eigentlich nur noch rotieren, dass sie aufrecht steht und mit dem Rest verbinden. Und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. So habe ich den ganzen Spot animiert. Und auch wenn das Ganze relativ viel wirkt, waren das eigentlich immer relativ simple Grundlagen, die ich immer wieder verwendet hatte, um diesen ganzen Baum aufzubauen. Hab geschaut, wie ich das Ganze ausschneiden kann, meistens mit einem Polygon, mit einer Ellipse etc. oder teilweise auch mit einem Keyer und habe dann eigentlich nur mit Transform Nodes dafür gesorgt, dass die Bewegungen relativ natürlich aussehen. Zum Schluss habe ich dann eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten noch hinzugefügt, um entweder Übergänge besser zu kaschieren oder um so einen leichten Effekt wie diesen Glow einzubauen. Das Ganze dann noch mit einem sauberen Background und das war's eigentlich. Und auch wenn das Ganze jetzt hier so ein richtiger Monster Node Tree geworden ist, liegt das hauptsächlich daran, dass ich einfach viele Einstellungen miteinander kombiniert habe und jede Einstellung entweder ausschneiden musste oder keyen musste und deswegen sieht das einfach so unnötig kompliziert aus. Okay, nachdem ich dir jetzt gezeigt habe, wie ich die Animation gemacht habe, sprechen wir kurz um das Color Grading. Dazu wechsle ich einmal auf den Color Tab. Hier seht ihr jetzt die ganzen Nodes, die ich für das Color Grading benutzt habe und ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Verdammt, was ist das denn alles? Aber auch hier sei wieder kurz erklärt, dass es nur relativ kompliziert wirkt, weil das alles eine Einstellung ist. Das heißt, ich konnte nichts in 10 richtig aufteilen und nur diese Szenen bearbeiten, sondern es ist alles eine einzige Szene, weshalb das alles so gewaltig und kompliziert aussieht. Eigentlich sind die Grundprinzipien dahinter wieder sehr, sehr einfach. Eigentlich das Erste, was ich immer mache, ist, dass ich das Rauschen als Erstes reduziere. Dazu könnt ihr hier auf Motion Effects gehen und habt hier die Möglichkeit, das Rauschen zu reduzieren. Ich persönlich mag es, wenn in den Helligkeitswerten so ein leichtes Rauschen vorhanden ist, aber nicht
nicht in den Farbwerten, weil Rauschen in den Farbwerten sieht in meinen Augen sehr billig aus und sehr digital, aber Rauschen in den Helligkeitswerten sieht sehr filmisch aus. Aber das ist reine Geschmackssache, wie ihr es mögt. Daher reduziere ich nur ganz leicht das Helligkeitsrauschen, aber relativ stark das Rauschen in den Farbbereichen. Als nächstes haben wir diesen Viererblock hier oben. Und das Einzige, was ich gemacht hatte, ist, dass ich eigentlich zwei Signale zusammengefügt habe. Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass RAW-Material sehr, sehr grau und farblos wirkt, also entsättigt. Um aber dieses flache RAW-Bild in ein etwas kontrastreicheres und gesättigtes Bild zu bekommen, gibt es viele Möglichkeiten. Und hier gibt es auch kein richtig oder falsch. Je nachdem, was dir am besten zusagt, solltest du auch machen. Manche benutzen hier dann gerne LUTs, also Lookup-Tables, um entweder direkt einen Look drauf anzuwenden oder um den Color Space direkt umzurechnen. Das heißt, dass wir direkt die Information vom RAW-Format dann in ein Rec. 709 oder ähnliches bringen. Ich persönlich habe aber vor einigen Jahren mal eine interessante Technik kennengelernt, die ich seitdem eigentlich immer verwende, weil mir das Bild danach sehr zusagt. Was ich daher mache, ist, dass ich als erstes das Signal aufsplitte und bei dem oberen Signal dafür sorge, dass ich mehr Farbe reinbekomme. Dazu wechsle ich hier auf den RGB-Mixer und sorge dafür, dass der RGB-Output doppelt so stark ist wie vorher. Das heißt, beim jeweiligen Rot-, Grün- und Blau-Output sorge ich dafür, dass doppelt so viele Farbinformationen herausgehen, wie hereingekommen sind. Und anschließend sorge ich bei der Layer-Mixer-Note hier am Ende, dass die beiden Notes hier anders verrechnet werden. Und zwar nicht normal, sondern Softlight. Und dadurch erhalten wir ein wesentlich kontrastreicheres Bild und vollere Farben. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir mit dieser zweiten Note den Kontrast selber ein bisschen anpassen. Das heißt, wir können hier zu den Curves gehen und hier die Kurve selber anpassen, um so noch genauer einstellen zu können, wie wir unseren Kontrast am liebsten hätten. Und damit haben wir bereits ein sehr cineastisches Grundbild. So, und was hier jetzt so kompliziert aussieht, sind eigentlich wieder nur die einzelnen Szenen, die ich bearbeiten möchte. Der Sack, der umfällt, die Bohne, die runterfällt, das Feuer, so einzelne Elemente, die ich einfach einzeln bearbeiten möchte. Als allererstes hatte ich mir den Kaffeesack vorgenommen und ich wollte noch einen stärkeren Kontrast zwischen dem Kaffeesack und den Bohnen selber erzeugen. Und dazu hatte ich mich entschlossen, diese Stofffarbe etwas zu reduzieren, das heißt zu entsättigen. Das heißt, mit der Pipette habe ich als erstes den Kaffeesackbereich ausgewählt und anschließend habe ich dann mit einer relativ groben Maske dafür gesorgt, dass die Bohnen selber davon nicht so stark mit inbegriffen sind. Dann brauchte ich hier die Sättigung nur noch ein bisschen herunterdrehen und schon habe ich einen stärkeren Kontrast zwischen dem Stoff und den Bohnen selbst. Vorher, nachher, vorher, nachher. Was ich hier als nächstes gemacht habe, ist eine Technik, die ich sehr, sehr gerne benutze. Und zwar, dass ich einmal eine Maske erstelle und dann in einzelnen Notes aufteile, was ich mit dieser Maske machen möchte. Und diese drei Notes sind tatsächlich nur dazu da, dass der Kaffeeschaum perfekt wird. Das heißt, als erstes habe ich mit dieser Note nur den Kaffeeschaum ausgewählt. Das habe ich gemacht, indem ich mit der Pipette diesen Farbbereich ausgewählt habe und anschließend die Sättigung schon mal ein bisschen erhöht habe. Wie gesagt, jeder macht sein Color Grading ein bisschen anders. Für mich persönlich ist es wichtig, dass der Punkt, wo der Zuschauer hinschauen soll, dass das der kontrastreichste Punkt im Bild ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Kontrast erzeugen kann. Jeder kennt den Hell-Dunkel-Kontrast. Aber es gibt auch den Farbkontrast, also konträre Farben benutzen, oder auch den Sättigungskontrast. Was ich sehr gerne mache, ist, dass ich neben dem Hell-Dunkel-Kontrast auch immer gern noch einen Sättigungskontrast beifüge. Das heißt, dass die dunklen Sachen ein bisschen gesättigter sind und die hellen Sachen etwas entsättigter sind. Daher habe ich diesen Kaffeeschaum einmal genommen und nur die dunkelsten Stellen genommen. Das habe ich gemacht, indem ich mit der Pipette die Luminanz ausgewählt habe und mir nur die Sachen anzeigen lasse, die dunkler sind als ein gewisser Helligkeitspunkt. Das heißt, jetzt habe ich vom Kaffeeschaum die dunkelsten Stellen ausgewählt. Und hier habe ich noch mal ein bisschen Sättigung hinzugefügt. Mit der zweiten Note hier habe ich exakt das Gegenteil gemacht. Ich habe mir mit der Pipette und der Luminanz nur die hellsten Werte ausgewählt und hier die Sättigung ein bisschen runtergeschraubt. Bei der dritten Note habe ich als allererstes den Key-Input invertiert. Also nicht den Schaum selbst, sondern die Tasse und die Umgebung jetzt. Und hier habe ich nun probiert, einen gewissen Look reinzubringen. Dazu bin ich als erstes zu den Color Wheels gegangen und habe nicht Lift, Gamma und Gain ausgewählt, sondern bin hier zu dem dritten Punkt oben gegangen, zu Shadow, Midtone und Highlights. Und hier habe ich, wie gesagt, so einen leichten Look reingebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass die dunkelsten Stellen etwas bläulich wirken, die mittleren Helligkeitsstufen etwas rötlich-bräunlich und die Highlights relativ normal bleiben. Ich hoffe, bei YouTube kann man das erkennen, aber hier an der Tasse kann man jetzt einen richtig interessanten Verlauf erkennen von dunkel, bläulich zum Mittelton etwas rötlicher und hell dann wieder etwas normaler. Da mir das aber zu krass war, bin ich hier zu den Curves gegangen. Hier zum vorletzten Punkt Luminanz versus Saturation. Hier kann man definieren, wie gesättigt etwas sein soll, je nachdem, welchen Helligkeitswert das hat. Und da ich wollte, dass weiß weiß und schwarz schwarz bleibt, habe ich hier so eine leichte Kurve einfach nur angewandt. So, der nächste Block ist eigentlich nur dafür da, dass die Belichtung auf der Tasse noch perfekter wird. Was ich dazu gemacht
gemacht hat, ist, dass ich als erstes eine Maske um die Tasse erzeugt habe, das Ganze hier beim Tracker auch noch getrackt habe und dann bei der Belichtung etwas nachgeholfen habe. Zum Beispiel habe ich dann hier auf der rechten Seite noch einen Verlauf eingefügt, der die rechte Seite der Tasse noch etwas heller macht, indem ich einfach bei den Windows hier auf Verlauf gegangen bin, den eingefügt habe und das Ergebnis dann beim Gain noch ein bisschen erhöht habe. Und das habe ich an drei weiteren Stellen an der Tasse gemacht. Vorher, nachher. Als nächstes hatte ich mich dann um das Feuer gekümmert. Als erstes war es mir wichtig, dass ich die Unterkante des Feuers noch ein bisschen bläulicher hervorstechen lasse, weil das war ja das wirklich Besondere der Unterkante des Feuers, dass es so bläulich schimmert. Dazu habe ich mir als erstes ein viereckiges Window geholt und das so animiert, dass es immer an der Unterseite des Feuers ist. Anschließend mit dem Qualifier eine ganz bestimmte Helligkeit ausgewählt, die ich dann hier bei den Color Wheels wesentlich bläulicher gefärbt habe mit dem Gamma. Und jetzt kommt das Blau richtig zum Vorschein. Vorher, so ist es nachher. Damit habe ich einen deutlich größeren Farbkontrast hinzugefügt. Als nächstes habe ich mich dann an das Malwerk gesetzt. Prinzipiell war ich damit eigentlich schon sehr zufrieden, aber ich wollte dem Ganzen noch so einen Silber-Blau-Schimmer geben, damit es noch ein bisschen metallischer wirkt und um wieder ein bisschen mehr Kontrast zu erzeugen. Das habe ich mir wieder als erstes so ein Window geholt und es so animiert, dass es genau über diesem Walzen liegt. Mit der Pipette dann einen ganz bestimmten Luminanz, also Helligkeitswert ausgewählt und in den Gamma auch wieder so einen leichten Blauton reingeregelt. So, zum Schluss fehlt eigentlich nur noch der Filter. Und ich glaube, inzwischen kennst du den Dreh. Als erstes habe ich eine Maske auf diesem Filter erzeugt und das Ganze dann getrackt, damit es immer auf diesem Filter drauf bleibt. Als nächstes habe ich dann mit so einem Verlaufswindow dafür gesorgt, dass die linke dunklere Seite noch ein bisschen dunkler wird und auch ein bisschen entsättigter. Und quasi exakt das Gegenteil auf der gegenüberliegenden Seite gemacht. Also auch wieder mit einem Verlaufswindow die rechte Seite etwas heller gemacht. So bekommen wir auf dem Filter etwas mehr Kontrast und etwas mehr Dynamik hin. So sah es vorher aus, nachher, vorher, nachher. Und wie ihr seht, habe ich pro Element maximal 4 Nodes eigentlich benutzt. Es wirkt nur so viel, weil es so viele Elemente auf einmal in einer Einstellung sind. Aber eigentlich ist es immer wieder dasselbe und relativ simpel. Was ich dann ganz zum Schluss noch eingesetzt habe, ist wieder so ein Filmrauschen. Das kann man einfügen, indem man hier auf Open Effects geht, hier die Lupe einmal anklickt und nach Film Grain sucht und das einsetzt. Und ja, das ist dann soweit der Breakdown gewesen. Vom Schnitt am Anfang mit der Zeitanpassung über die Animation hinweg bis zum Color Grading jetzt zum Schluss. Und so sieht dann jetzt das Endergebnis aus. Touch me, call me, love me, know me. I like how you do it. You're helping me through it. Baby, your love is so good. Wenn ihr noch mehr solche Breakdown-Videos sehen wollt, dann schreibt mir das unten gerne in die Kommentare und am besten auch, was ich daran noch verbessern kann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Verdammt, ich habe keinen Spruch vorbereitet. So strecket eure Daumen empor und liked meine Videos wie nie zuvor. Es geht einfach nur noch bergabwärts damit. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.